Hallo, hier spricht der Tod. Und hallo, hier spricht das Murmeltier. Steh auf, du faules Murmeltier, bevor ich die Geduld verliere. Frühschicht. Das Morgenmagazin auf Radio Unerhört Marburg. Lokales. Politisches, Witziges, Informatives, Unerhörtes. Montags, Mittwochs, Freitags von 7 bis 9 und in der Wiederholung von 9 bis 11. Hallo, am Mikrofon begrüßt euch Gregor. Ihr hört die Frühschicht auf Radio Unerhört Marburg. Ja, so klingt es immer wieder aus eurem Radio, jeden Mittwoch von 7 bis 9 und danach in der Wiederholung von 9 bis 11. Die Leute, die das Studio von Radio Unerhört Marburg kennen, die wundern sich jetzt vielleicht ein bisschen. Das sieht ja sonst eigentlich immer ein bisschen anders aus. Ja, das ist ganz einfach. Ich sitze hier auch gar nicht in Marburg, sondern in Wetzlar. Ich wohne in Wetzlar, das ist der einzige Grund, warum ich von hier sende, und ich möchte morgens einfach nicht dahin fahren. Und ich habe halt eh den Kram. Warum soll ich dann nicht auch noch von hier senden? Ja, ihr seht gerade das nächste Projekt der Frühschicht. Frühschichtsfernsehen statt Frühstücksfernsehen. Ja, das probieren wir jetzt mal aus. Erst mal so 3-4 Folgen im Internet. Nach der Sendung gibt es das dann auf YouTube zu sehen und dann auch im Frühschicht-Blog unter frühschicht.rumsenden.de, und dann nächster Schritt wird Fernsehen sein. Fernsehen im Abendprogramm vom offenen Kanal Gießen werdet ihr die Frühschicht von morgens nochmal sehen und später irgendwann dann mal hoffentlich live von 7 bis 9 und danach in der Wiederholung von 9 bis 11, so wie ihr es gewohnt seid. Ja, Frühstücksfernsehen heißt einfach, es steht eine Kamera im Studio und ihr könnt Frühschicht gucken. Ja, jetzt zeige ich euch mal, was es hier im Studio so gibt. Jede Menge Musik. Zum Beispiel hier die Musik, wo man so draufreden kann. Oder dann eins der Lieblinge, die hier in den Archiven liegen. Wetterbreak! Ja, der Wetterbreak. Ja, der Jingle, was der schon, wie alt der schon ist, ich kann nicht wissen. Ich glaube, den gibt es auch schon seit 97, wo Radio Unerhört Marburg auf Sendung gegangen ist. So, dann gibt es hier noch in der Sendung den Drama-Button. Und das sage ich ja am Ende der Sendung. Diese Sendung war aus der virtuellen Dönerbude, das ist dieses Studio hier, und wurde Ihnen präsentiert vom Drama-Button. Das ist der hier, nur echt mit dem roten Knopf. Ja, was gibt es sonst noch? Ein Häkelschwein, dann gibt's den Mörchi. Das hier ist ein Modellmörchi, denn der echte steht draußen vorm Studio, der passt ja hier nicht rein, wo soll denn noch hin? Aber der hat draußen ein Mikrofon. Ne, Mörchen, du bist da, du hörst uns. Nein, du schimpfst jetzt nicht über die Benzinpreise, Mörchen. Nein. Ach, Mörchi. Ja, ihr wisst ja, wie er so ist. Über den TÜV schimpfen, über Benzinpreise. Das ist eben Mörchi. Was es hier noch gibt, das Mensa-Essen? Mit Salat findet man keine Freunde. Man findet keine Freunde mit Salat. Man findet keine Freunde mit Salat. Das Mensa-Essen der Uni Marburg. Mensa Erlenring und Mensa Lahnberge. Ja, und dann kann ich euch sagen, das ist das Tellergericht Schnitzel mit Pommes frites und gemischtem Salat gibt. Ja, und dann seht ihr auch, dass ich beim Schreien den Kopf vom Mikrofon wegdrehe, denn sonst wollt ihr gar nicht wissen, wie euch dann die Ohren wegfliegen. Ja, was gibt es sonst noch? Ein Telefon. Da kann man dann auch mal Leute anrufen in der Sendung. Das mache ich euch auch gerne mal vor. Kannst du mich dann hier auch mal in der Frühschicht anrufen und dann, ja, hallo, hier ist die Frühschicht übers Telefon. Und Radio Unerhört Marburg strahlt sie immer aus. So, jetzt ist hier besetzt. Dann machen wir mal so. Ja, ich sag's nochmal. Radio Unerhört Marburg überträgt ja die Frühschicht immer von 7 bis 9, danach die Wiederholung von 9 bis 11. Mittwochs, da mache ich sie. Und mittwochs gibt's jetzt auch Frühschichtsfernsehen. Erstmal im Blog frühschicht.rumsenden.de. Nach der Sendung gibt's ein Video. Und dann irgendwann gehen wir ins Fernsehen. Der offene Kanal Gießen. Den empfangt ihr, wenn ihr Kabelfernsehen bekommt, auf Kanal 23. Und beim digitalen Kabelfernsehen macht ihr einfach mal einen Suchlauf. Ja, den offenen Kanal kriegt ihr im Kabelnetz in der Region Mittelhessen. Und Empfangsinfos gibt es im Internet auf mok-gießen.de. mok-gießen.de. Ja.
was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Dies war eine Sendung aus der virtuellen Dönerbude, ne? Und präsentiert vom Drama-Button. Oh, und der war ziemlich laut. Noch was? Genau. Fasst nicht in die Steckdose und ich verweise euch nochmal ans Blog zur Sendung frühschicht.romsenden.de. Tschüss!